Und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Das ist genau klar. Willkommen zu einigen. Ich glaube, vorletzten Rematch Donnerstag spielen, nämlich in dem Bereich Viertelfinale. Genau. Heute spielt nämlich der FC Bayern München gegen den SC Paderborn. Ganz genau so ist es, meine Freunde. Ich bin gespannt, wer heute weiterkommt. Oioioi. Und ja, die Regeln sind wie folgt: Wer das Spiel schon kennt und mich vorher abonniert hat, die Karte, die ich ziehe, von der jeweiligen Mannschaft, erzielt ein Tor. Hattrick-Karte plus 100 und Matchwinner zählen 3 Tore. Duos und Starspieler, Quatsch, Duos und Kapitänkarten 2. Und Teilvorteilkarten, also es wäre in dem Fall vom FC Bayern München, wenn ich das Stadion von Bayern ziehen würde, auch Teilpunkte. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal an, meine Freunde. Als erstes ziehen wir mal hier von Herrn BC, Ronny. So, Ronny. Hertha, leider nicht mit dabei, so ziehen wir mal hier. Und die Karte kommt von Hoffenheim. Pünnchen, Wegler wär's gewesen. Okay. Ziehen wir hier, und es kommt von Hamburg, hier hinten ist noch eine Karte von Augsburg. Oh! Konto von Matchwinner wäre es gewesen und Moravec von Augsburg. Ja, Matchwinner zählt jetzt 3 Tore. Ja, Wolski, so 5. Karte ist von Kräuter Fürth, Wolfgang Hessel. Ja, Wolski ist so nächste Karte hier. Ist der Kapitän namens Benaglio von VfL Wolfsburg. Okay, ist auch nicht mit dabei. Sind die Wolfsburg überhaupt schon noch mit dabei? Keine Ahnung. Ja, ziehen wir hier die Karte. Und die Karte kommt von dem FC Bayern. Oh, und es müllert. Über meinen 415 Let's Play. Es müllert. Und bringt die Bayern auf 1-0 in Führung. Genau, das Wort hat gefehlt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kommt die 7. Karte. Und die kommt von Mike 25, Benedikt Zoller. Ja, es gibt ja auf meinem Kanal des Logo-Kanal erst wieder ein neues Let's Play, wenn ich mein Kabel hab. Also wird Let's Plays nie wieder mit einem komischen Abfilm gehen. So, Freiburg. 9. Karte, oioioi, ist gleich zum Ende hinzu. Roberto Firmino, Starspieler. Sieht man ganz links hier, und die kommt von wem? 11. Karte kommt von Bayern 04 Leverkusen, Sebastian Bönisch. Okay, meine Freunde, so sind wir hier die Karte raus. Und, oh, okay, 2 Karten. Okay, eine ist von Wolfsburg. Das wäre, oh, habt ihr es gesehen. Wir reden ja. Oh, die 13. Karte von FC Bayern München. Rafinha. Und nochmal der Hinweis, es ist alles echt. Ich kann nicht sehen, welche Vereine hier dahinter stecken. Seht ihr hier, ich sehe nur das Blaue. Also wenn ihr jetzt denkt, oh, der Typ ist beschmutzt oder so ein Tag. Das stimmt nicht. So, 14. Karte. Ein Vorteil ist von Signal Iduna Park. Ein Vorteil. So, jetzt wieder so eine beklüppte Werbung. Wo ich das noch immer machen muss. So, 2-0 für den FC Bayern. Jetzt kommt die 14. Karte und die kommt von Köln. Kevin Wimmer. Kevin, oh Gott. So. Und die letzte Karte von heute. Sind wir hier raus und beide sind im Halbfinale und es ist von Kaiserslautern. Lakic. Und damit ist Paderborn raus, Freunde. Und der FC Bayern München steht ins Halbfinale. Durch Rafinha. Eckball-Situation und Thomas Müller. Ins Halbfinale der Rematch DFB-Pokal 2015-16. Ja, genau. Ja, Glückwunsch dazu. Und alle, die jetzt fragen, was ist mit der neuen Serie mit Rematch, das wird dann im Sommer kommen. Jeden Sommer gibt es dann einen Rematch von der letzten Saison, wisst ihr. Und dann soll ich schon wieder bis morgen zum,
Magitox Freitag. Ja, ist doch klar.